Hallöchen, jetzt geht's zur Woche 3 der Kita-Eingewöhnung, das Update. Im letzten Video habe ich ja auch schon so ein paar Anmerkungen gemacht, wie ich Woche 3 empfunden habe, was da so passiert ist. Lasst uns doch mal jetzt näher darauf eingehen. So, am Montag. Wie ich ja schon in Woche 2 erzählt hatte, ist das montags immer so, dass es so ist wie freitags. Und das haben wir diesmal auch beibehalten. Er war bis 11.20 Uhr in der Kita. Mir ging es an dem Montag leider überhaupt nicht gut. Ich lag so flach im Bett, ich konnte mich nicht bewegen, mir ging es echt schlecht. Und normalerweise ist es ja so, in der Eingewöhnung bringt nur ein Elternteil das Kind zur Kita und holt es auch wieder ab. An dem Tag habe ich einfach gesagt, ich werde es nicht packen. Ich bin mit meinem Freund zusammen zur Kita gelaufen. Wir haben ja Glück, dass das wirklich nur 2 Minuten von uns entfernt ist. Sind wir zusammen hingegangen. Ich habe das der Erzieherin gesagt, dass es mir leid tut, dass es jetzt einfach gesundheitlich nicht anders geht, dass der Papa ihn abends um 11.20 Uhr abholen muss, dass ich das nicht schaffe. Und deswegen habe ich ihn jetzt morgens schon mitgenommen, dass der Abschied und das wieder abholen, die ein und dieselbe Person macht. Waren die auch vollkommen okay mit. Es ging halt einfach nicht anders und tat mir auch wirklich leid. Ja, genau, so viel kann ich zu dem Tag gar nicht sagen, weil ich ihn ja auch nicht abgeholt habe und ich weiß, was die Erzieherinnen so gesagt haben. Montag hat er alles gegessen, genau. Er hat alles aufgegessen an dem Tag und ich weiß auch gar nicht, was es gab. Das kann ich ja nochmal erforschen. Aber jedenfalls hat der Papa ja gesagt, dass die Erzieherinnen sehr zufrieden mit ihm waren und dass er an dem Tag überhaupt gar kein Problem hatte, in die Kita zu gehen, sich eher gefreut hat, auch wieder mit den Kindern super viel gespielt hat. Also ihr seht, es ist immer so ein Wechselbad der Gefühle bei den Kindern auch. Ja, genau. Und dann kam er nach Hause und hat mich gepflegt, hat mir Salzstangen. Ich hatte wirklich überhaupt keine Lust, irgendwas zu essen. Aber wenn dein Kind dir eine Salzstange hinhält und dich so lange anguckt, bis du sie gegessen hast, dann isst du diese verdammte Salzstange einfach auf. Ja, das war total schön, dass er mich da so... Weil ich weiß, ich selber hätte wahrscheinlich nicht so viel Salzstangen gegessen, wie mein Kind mir zugeführt hat. Ja, das war schön zu sehen, dass er realisiert, okay, Mama, geht's heute nicht gut. Er hat sich dann zu mir ins Bett gelegt und hat mit mir ganz viel gekuschelt. Wir sind dann auch nochmal eingeschlafen bis 5 oder so. Also wir haben richtig lange geschlafen, er auch. Und es war schön, es tat gut und ich finde das so krass, dass ein 2-jähriges Kind das so intensiv mitbekommt, dass es heute der Mama nicht gut geht. Und er hat mich wirklich ganz toll gepflegt, ja. Dann am Dienstag, da ging es mir so schon besser, aber ich war noch schwach auf den Beinen, also bin ich trotzdem zur Kita gegangen, also mir ging es ja soweit wieder gut. Und, oh ja, das war sehr aufregend, weil das war der Tag, wo er das erste Mal einen Mittagsschlaf in der Kita machen sollte. Das war mega aufregend, also ich war mega aufgeregt und ja, mein Kind hat es super gemacht. Also es war dann so, um 11.20 Uhr musste ich ihn jetzt die Woche zuvor immer abholen und jetzt sollte ich um 12 Uhr in der Kita sein, weil von 11.20 Uhr bis 12 Uhr bringen sie die Kinder halt ins Bett. Und klar, bei 13 Kindern, beziehungsweise aktuell sind es sogar 15 Kinder, weil eben noch 2 eingewöhnt werden, ist das nicht ganz einfach, alle gleichzeitig schlafen zu bringen. Und bin ich halt um 12 Uhr angekommen, habe schon mit dem Schlimmsten mehr oder weniger gerechnet, dass ich ihn vielleicht gleich mitnehmen muss, weil er es überhaupt nicht geschafft hat. Naja, dann kam die Erzieherin raus, also ich durfte auch nicht in die Nähe des Raums gehen, dass er mich halt nicht hört, während er vielleicht noch einschläft. Ja, er saß dann da an dem Tisch vorne im Aufenthaltsraum und dann kam die Erzieherin raus und hat zu mir gesagt, er schläft. Und ich so, ja, super. Das ist man ist ja auch stolz, ne, so ein bisschen. Und er hat wohl insgesamt 20 Minuten gebraucht, um einzuschlafen. Ich habe vergessen, der Kita zu sagen, dass ich einen Schnuller eingepackt habe, dass, falls er eben nicht gleich einschläft, dass er halt zur Beruhigung einen Schnuller hat, weil es eben eine neue Situation ist und die Kita sagt, okay, bei neuen Situationen soll man alles, was er liebt, mitgeben. Das war in dem Fall jetzt sein Nuki. Und dadurch hat er ein bisschen länger gebraucht einzuschlafen. Ich war aber sehr überrascht, dass er auf eine ganz andere Art und Weise in der Kita einschlafen will, als bei uns zu Hause. Also dass es für ihn wirklich was komplett Unterschiedliches ist. Ja, sie hat ihn dann halt ein bisschen am Po geschuckelt, so gewiegt sozusagen, aber halt im Liegen. Und dann ist er halt innerhalb von 20 Minuten komplett weg gewesen, also wirklich platt. Und ist auch erst um 2:30 wieder wach geworden. Und wie gesagt, ich war ja ab 12 schon in der Kita, musste dann da warten. Falls er eben irgendwie einen Nachtschreck bekommt oder ähnliches, dass ich halt ihn gleich in die Arme schließen kann und ihn beruhigen kann, dass er weiß, okay, wenn ich da schlafe, Mama ist trotzdem in der Nähe. Genau, und er wurde dann halt auch total glücklich wach um 2:30. Sie hat ihn noch angezogen, gewaschen, gewickelt. Da sollte ich mich halt nicht einmischen, weil das ist halt ihr Part. Und danach hat sie ihn zu mir vorgebracht und er hat sich halt super gefreut. Hatte auch den ganzen Tag über super gute Laune. Ich weiß gar nicht, ob er gegessen hat. Ja,
Genau, er hat sie sogar gegessen, zwar nicht aufgegessen, aber er hat auch vor allem alleine gegessen, bis auf 2, 3 Giebelchen. Das hat sie ihm noch den Rest sozusagen so gegeben. Das lief also echt super und da war ich teilweise überrascht, dass es doch so reibungslos abgelaufen ist. Genau, am Mittwoch waren wir um 8.30 Uhr wieder da, weil ja wieder Gruppenfrühstück war und an dem Tag wollte er leider so gut wie gar nichts essen. Also er hatte einfach keinen Appetit. Mir ist auch aufgefallen, wenn ich ihm morgens nicht so wirklich richtig viel Frühstück mache, sondern einfach so snackmäßig, dass er einfach viel aufgeschlossener beim Essen in der Kita ist. Weil er ist halt einer, er braucht mindestens eine Stunde morgens, bis er was essen will. Und er steht aber auch nicht so früh auf. Also müssen wir so ein Mittelding finden, okay, dann steht er halt um 8 auf oder 8:30 und wir müssen um 9 in der Kita sein. Dann kriegt er halt einen kleinen Kakao und noch ein paar Obstscheiben oder sonst was. Also das leichtes, kleines, was ihn jetzt halt nicht mega satt macht, aber eben sättigt, dass er halt Spaß haben kann in der Kita. Das ist mir aufgefallen bei meinem Kind, das muss nicht bei jedem funktionieren. Es gibt Kinder, die brauchen ihr Frühstück gleich nach dem Aufstehen. Meiner ist nicht so, das hat er vom Papa. Ich bin auch so ein Mensch, ich muss aufstehen, wenigstens einen Tee oder so. Also ich brauche was im Magen, wenn ich wach werde, sonst bin ich nicht gut drauf. Ja, und mir ist es halt aufgefallen, dass es dann besser funktioniert. An dem Tag gab es logischerweise kein Frühstück, weil es ja in der Kita Frühstück gab. Da hat er leider gar nichts gegessen. Es gab diesmal also eine... Ich weiß gar nicht, was es gab. Weil Frühstück, an dem Gruppenfrühstück bringt halt jede Mami einmal was mit. Das habe ich ja, glaube ich, im ersten Video erzählt. Genau. Dann hat die Erzieherin, weil er einfach den ganzen Tag immer nichts essen wollte, ihm... Also er wollte noch nicht mal was Süßes oder sowas, die auch immer noch mal haben zum Nachtisch oder so. Er wollte nichts essen. Da hat die Erzieherin ihm einfach nur ein Brot kurz geschmiert. Das hat er dann auch so gut gegessen. Und ja. Und er hat Mittagsschlaf bis wirklich zum Schluss gemacht. Also sie mussten ihn wecken, weil er nicht aufstehen wollte. Das hat echt super funktioniert. Genau, danach hat er den Tag mit dem Papa verbracht, weil ich wieder arbeiten war. War ja wieder mal Mittwoch. Und ja, Papi hat ihn auch abgeholt, weil ich es nicht geschafft. Ich musste schon früher auf Arbeit sein. Am Donnerstag war das der allerschlimmste Abschied für mich. Es war wirklich schlimm. Er hat geweint, er hat geklammert, er wollte mich nicht loslassen. Die Erzieherin musste ihn sozusagen so an sich nehmen und ablenken. Das war für mich ganz schlimm, mein Kind dahin zu geben, obwohl er eigentlich nicht will, dass ich gehe. Also es war wieder dieser Moment, er wollte, dass ich mit dabei bin, mit ihm das erlebe. Das ist natürlich ein schönes Gefühl, dass er mir das alles zeigen will. Also er zeigt mir auch die ganzen Spielsachen, mit denen er da spielt. Und es tat schon echt weh, muss ich sagen. Aber gut, ich glaube, da muss man durch. Wie ich auch schon im Update 2 meinte, die Kinder realisieren jetzt, okay, das ist wirklich täglich. Aber umso schöner, muss ich sagen, als Gegenpart davon ist es, wenn ich ihn abhole, er mir in die Arme fällt, er sich freut und ich sehe, wenn ich da die Tür aufmache, dass er auch gerade da Spaß hat. Das beruhigt mich einfach tierisch. Und ich hatte Glück, an dem Tag kam meine Freundin zu spät zur Kita und hat dann sehen können, dass mein Kind sich innerhalb von 2 Minuten, als ich weg war, total beruhigt hatte, gelacht hat, gespielt hat. Das ist gut, wenn man da jemanden kennt, der auch mitfühlen kann und auch mal abchecken kann, was eben mit den Kindern da so ist. Das tut schon echt mega gut. Also ja, es war schön zu sehen, dass es ihm dann wieder schnell gut ging. Und es ist auch, was ich auch toll finde, seit der 3. Woche, also es fing in der 2. schon an, wenn ich ihn abhole und dann die Schuhe halt wechsle, von Hausschuhen zu Straßenschuhen hinten anziehe, dass er dann sehr, 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 sehr viel plappert in seiner Sprache. Teilweise auch Wörter klingen, als würde, wären es richtige Wörter, aber das kann ich halt nicht zu 100% sagen. Aber er erzählt mir halt auf seine Weise, wie sein Tag war. Und das ist so, so schön. Also er erzählt richtig begeistert mit den Händen. Das ist wirklich toll. Also das hat mich an dem Tag wieder so beruhigt. Okay, es war wirklich nur der Abschied kurz. Ich war wieder lange arbeiten am Tag zuvor. Das ist halt so, ne? Am Freitag war es super, da ging er super gerne in die Kita, hat auch Spaß gehabt, hat auch nicht mehr so geklammert. Und was ich cool finde, es hatte ich ja in Woche 1, glaube ich, erzählt, dass es sind ja 2 Erzieherinnen und die eine Erzieherin kümmert sich hauptsächlich um meinen Kleinen. Und mittlerweile fängt er an, sich mehr an die andere Erzieherin auch zu gewöhnen. Und das Coole bei den beiden ist, die eine ist halt die Strenge, die andere ist so eher die Mutti und das ist so schön, dass dieser Ausgleich da ist. Das heißt, wenn er mal diese Strenge braucht, dann sagt die eine was. Und wenn er aber irgendwie... Gleichzeitig ist sie aber auch total... Also mir ist jetzt aufgefallen in Woche 3, er freut sich auf die andere, die etwas strenger ist. Super dolle und hat mit ihr auch eine Bindung. Zum Beispiel, heute ist jetzt vorgegriffen zur Woche 4. Heute ist so...
habe ich ihn da hingebracht. Er hat halt auch wieder so ein bisschen, ich habe nicht so Lust ohne Mama. Und da hat sie ihn in den Arm genommen und es war sofort Ruhe. Er hat Spaß gehabt mit ihr, sie hat mit ihm Späßchen gemacht, ihn gekitzelt. Und es tut so gut, dass die beiden Erzieherinnen sich so schön ergänzen da, dass ich weiß, okay, wenn die eine nicht da ist, ist die andere da und die macht es auf die Art und Weise. Obwohl die so eng zusammenarbeiten, sind sie doch so grundverschieden, die zwei Erzieherinnen. Und das ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Und wie gesagt, es beruhigt mich unheimlich. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr diesen Moment habt, dass euer Kind so doll weint, dann vertraut auf die Erzieherin, versucht auch eine Bindung selbst zu den Erzieherinnen aufzubauen. Das ist am Anfang echt schwer, aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich die beiden Erzieherinnen, beide, wirklich unheimlich gern und kann mit gutem Gewissen mein Kind dahin bringen. Ja, das war zu sagen Kita-Woche 3 und gefühlstechnisch muss ich sagen, geht es mir gut. Es war für mich allerdings jetzt in Woche 3, wo er jetzt auch dort schläft, die ersten 2-3 Tage echt hart. Dass ich, also um 11.20 Uhr, ich habe schon auf die Uhr geguckt, so, oh, jetzt muss ich gleich mein Kind abholen. Und dann fiel mir ein, ach nein, erst um 14 Uhr. Und eigentlich war die Kita-Eingewöhnung theoretisch ab Mittwoch in Woche 3 vorbei, weil jetzt schläft er dann halt die gesamte Zeit oder ist dort auch die ganze Zeit, wie ich denke, dass wir die Stunden bekommen werden. Aber solange wir noch nicht den Bescheid des Amtes haben, dass er wirklich nur die Zeit bleiben darf, ist das jetzt noch eine Eingewöhnungszeit, weil es kann sein, dass wir doch 6 bis 7 Stunden bekommen. Das heißt, er würde ja dann nochmal 1-2 Stunden länger in der Kita sein und dann wäre die Eingewöhnung um. Daher kann sein, dass ihr nochmal in Woche ein Update 4 bekommt. Das ist jetzt abhängig von dem Termin, den wir morgen haben bei der Kita-Gutscheinstelle, blablabla.